Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Episode Nummer 6. Mein Name ist Nadine, ich bin die Handfärberin von Schibott Garne und ihr findet alle wichtigen Links unten in der Infobox und die Shownotes sind auf meinem Blog zu finden. Also alle Verlinkungen über Dinge, die ich heute spreche, wie Anleitungen, Designer, Wolle, Nadeln etc. findet ihr dort. So, und heute ist auch gleich etwas anders und zwar nehme ich das erste Mal mit meinem Handy auf, statt mit dem Tablet, da ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Qualität da vielleicht besser ist. Deswegen, mich würde sehr interessieren, was ihr denkt. Schreibt mir unten in den Kommentaren, ob ihr die Qualität von diesem Video besser findet als die zuvor. Ja, und ich habe etwas Gestricktes an und kann euch aber leider gar nicht so viel dazu erzählen. Ich habe diese Weste vor Jahren gestrickt und zwar ist das eine Drops-Anleitung, die ich glaube nur eine Nummer hat und keinen Namen. Ich werde es auf jeden Fall, die Anleitung, auf meinem Blog verlinken und gestrickt habe ich es auch mit Dropswolle und zwar der Lima. Das ist ein Alpaka-Garn, ein schön dickes Alpaka-Garn und auch ganz schön warm. Aber heute regnet es draußen und ich bin ja so ein verfrorener Mensch und dann ist das genau das Richtige. Ein langes Sweatshirt und drüber so ein Jäckchen. Ich stehe mal auf, damit ihr das gute Teil mal sehen könnt. Das hat hier so wunderschöne Blattmuster und dann Knöpfe, die ich auch sehr schick finde, so in Holzoptik. Ein sehr, sehr schickes Teil, das seit Jahren in meinem Kleiderschrank hängt und auch sehr häufig von mir tatsächlich angezogen wird. Also ein kleiner Rückblick, was ich vor vielen, vielen Jahren mal gestrickt habe. Ja, das ist das, was ich anhabe. Und heute kann ich euch eigentlich gar nicht so viel zeigen. Ich habe, wenn ich mich jetzt umschaue, vor mir liegen ein fertiges Projekt und 3 angefangene. Und wir starten am besten mit dem fertigen Projekt. Und zwar habe ich in dieser hübschen Tasche meine Slouchy Mohair. Woher ich die Tasche habe, kann ich euch leider nicht mehr sagen. Das war ein Etsy-Spontaneinkauf. Moment, vielleicht nein. Steht leider kein Name drauf. Nur dieses Zeichen. Vielleicht sagt es jemandem was. Ich finde ja immer, wenn man bei Etsy einkauft, man kann sich die Namen der Shops immer nicht so merken. Das ist ein bisschen schade. Aber eine wunderschöne Tasche mit kleinen Kätzchen drauf. Und da drin ist eben jetzt meine fertige Slouchy Mohair. Die Anleitung habe ich euch schon letzte Woche gezeigt mit meinem wunderschönen Ausdruck, wo der Drucker nicht mehr so ganz gewollt hat. Slouchy Mohair ist eine Anleitung, die ihr bei mir im Shop finden könnt. Und was ihr dazu braucht, sind 50 Gramm Sockengarn in etwa. Ich habe dazu hier von meinen Soft Socks eine Farbe verwendet. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche. Habe ich es aufgeschrieben hier? Nein. Ich glaube, es war Fairy Dust und Fairy Dust müsste hier, glaube ich, sitzen. Das müsste Fairy Dust sein und die muss ich offenbar auch wieder nachfärben. Und dann braucht man noch ein Knäuelchen von der Extra-Klasse. Das sind 25 Gramm von einem Mohair-Garn und ja, die beiden kombiniert kann man sich eben diese Mütze draus stricken. Ein relativ schnelles Projekt. Ich habe euch letztes Mal, ich glaube, wir kommen einen ziemlich guten Rhythmus von 10 Tagen, habe ich festgestellt. Ja, das angefangene Projekt gezeigt und jetzt kann ich euch die fertige Mütze zeigen. Und mein Gedankengang dabei war, ja, ich habe ja den Sorrel Pullover gestrickt von Wool and Pine, den ich in den letzten Folgen gezeigt habe. Und auch einen sehr ausführlichen Blogbeitrag darüber geschrieben habe. Wer Tragefotos sehen will oder schauen will, welche Veränderungen ich gemacht habe, sollte auf jeden Fall bei dem Blog vorbeischauen. Und der führt euch auch zu den Kits, die ich momentan für diesen Pullover anbiete.
Genau, und davon ist mir ein bisschen Wolle übrig geblieben und daraus habe ich eben jetzt die Slouchy Mohair gestrickt, die eigentlich andersherum gehört. Und zwar normalerweise trägt man die rechten Maschen außen, aber ich habe die Fäden auf der rechten Seite vernäht und werde die Mütze dann so herumtragen, dass die linken Maschen vorne sind, also die Hauptseite sein werden. Weil der Sorry-Pullover ja hauptsächlich aus linken Maschen besteht. Gestrickt habe ich sie trotzdem auf der rechten Seite, weil rechte Maschen schneller gestrickt sind. Ja, es ist insgesamt ein recht schnelles Projekt gewesen und von der Strickzeit her ist es ein schnelles Projekt. Man braucht vielleicht 2 Abende und dann hat sich das erledigt. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, was die Tage betrifft, weil ich sie aufgeteilt habe, weil ich ehrlich gesagt, ja, mir hat ein bisschen die Stricklust gefehlt. Ich weiß auch nicht irgendwie, und das kenne ich überhaupt nicht, ich habe nicht jeden Tag gestrickt. Das ist für mich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Aber meine Slouchy Mohair ist fertig und damit habe ich zusammen mit dem Sorry Pullover ein tolles herbstliches Outfit. Und ja, ich habe einen kleinen Clip für euch nämlich auch noch produziert, aufgenommen, als ich draußen saß und an dieser Mohair-Mütze in der Sonne auf der Terrasse gearbeitet habe. Ja, ich denke, in dem Clip könnt ihr die Farben ganz besonders gut sehen, weil bei Tageslicht, ja, da sieht man die Farben dann doch immer am besten. Gut, dann, das war mein fertiges Projekt und dann machen wir gleich weiter mit meinen 3 Wips, an denen ich momentan arbeite. Vorab, die Decke für den Strong Together Karl, die ist momentan immer noch in Bearbeitung von mir. Ich bin immer noch dabei, die Quadrate zusammenzunähen. Und dementsprechend zeige ich euch die erst, wenn ich ein Stückchen weiter bin. Die zeige ich euch heute nicht. Dafür zeige ich euch heute nochmal meine Maisocken, die eigentlich heute hätten fertig sein sollen. Zumindest hatte ich mir vorgenommen, die am Wochenende fertigzustellen. Aber wie gesagt, meine Lust zu stricken ist irgendwie sehr gering und am Wochenende habe ich mich dann doch einem anderen Projekt gewidmet. Dazu später aber mehr. Dementsprechend, meine Maisocken sind nicht wirklich vorangekommen. Was ich geschafft habe, ist, die erste Socke fertigzustellen. Die schaut hier zu winzig aus, aber das Muster zieht es ein bisschen zusammen. Die Wolle ist vom Socks Club und zwar vom Frühlingsclub der Monat Mai. Deswegen sollen die auch im Mai fertig werden und deshalb sind es auch meine Maisocken. Und heute ist der 25. Ich nehme am Montag auf. Die Folge geht aber erst am Mittwoch online. Und wann ist der 31.? Der 31. ist am Sonntag. Bis dahin müssen die Socken fertig sein und sind bei mir auf jeden Fall Priorität Nummer 1 jetzt. Also eine fertige Socke habe ich. Ich zeige euch mal das Muster ein bisschen genauer. Das sind die Globetrotter Socks. Das ist eine Anleitung, die ihr auch bei mir im Shop finden könnt. Hier seht ihr die Anleitung. Die gibt es auf Deutsch und Englisch bei mir im Shop. Ja, also Socke Nummer 1 habe ich fertig. Und Socke Nummer 2, ich schäme mich wirklich. Wie gesagt, ich wollte sie eigentlich gestern fertig haben. Ja. Mehr als, ja, so viel habe ich nicht geschafft. Also, weiß ich nicht, 10 cm ungefähr. Da ist noch ein ganzes Stück zu erledigen. Aber wie gesagt, das ist jetzt Priorität Nummer 1 und ich werde nichts anderes anrühren, bis die Socken fertig sind. Ganz, ganz sicher. Macht ihr das auch? So, euch solche Regeln aufsetzen, dass ihr sagt, das eine Teil muss fertig werden, bevor ich das andere überhaupt anlangen darf? Schreibt mir mal unten in den Kommentaren. Habt ihr Strickregeln, die ihr euch selbst auferlegt? Ich mache das auch manchmal mit Schokolade, dass ich mir Schokolade neben einem Projekt lege und sage, wenn ich zum Beispiel jetzt
dieses Lace-Muster, das über, ich weiß nicht, 12 Runden geht, einmal gestrickt habe, dann darf ich mir von der Schokolade eine Rippe abbrechen. So Belohnungsstricken mit Schokolade. Kennt ihr sowas? Okay, also meine Maisocken, die in der nächsten Episode auf jeden Fall fertig sein werden. Ja, was habe ich da noch? Dann habe ich natürlich noch den Tanger auf den Nadeln. Und der hat mir schon ein bisschen mehr Spaß gemacht zu stricken. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das letzte Mal genau war. Ich glaube, ich habe vielleicht so viel gestrickt oder so. Ein bisschen was über den Lace-Teil hinaus. Also, ich zeige euch erstmal die Anleitung. Und zwar Tanger von Caitlin Hunter oder auch Boyland Knitworks. Ich habe das gute Stück schon einmal gestrickt und stricke es dieses Mal aus der Singulo von Atelier Zitron. Ich kann euch leider kein, wie heißt es, Etikett-Label mehr zeigen. Aber ich habe einen kleinen Clip für euch, wie ich das zweite Knäuel wickel. Denn ich habe mit dem zweiten Knäuel angefangen. Jetzt bin ich mit Tanger auf jeden Fall schon ein kleines Stückchen weiter, obwohl ich da eigentlich auch viel weiter sein wollte. Ich wollte es euch eigentlich schon auf dem Kleiderbügel präsentieren. Noch nicht fertig, aber auf jeden Fall so, dass der Ausschnitt schon zusammengenäht ist. Aber ja, also die Singulo zeige ich euch jetzt nochmal als Knäuel. Ihr habt es ja gerade schon in dem kurzen Clip gesehen. Ein Verlaufsgarn von Atelier Zitron, das ihr auch bei mir im Shop finden könnt. Und mein Tanger Top ist jetzt auch schon auf zwei Nadelseilen, auf einem und auf Nummer 2 mit den kleinen Panda-Pärchen. Ich hoffe, ihr Panda-Pärchen, obwohl ein Pärchen ist es auch. Panda-Bärchen, Pärchen. Ja, die sind total süß. Das sind so kleine Nadelstopper, wenn man eben keine Nadel mehr drauf hat. Die sind abschraubbar. Kann man eben die kleinen Bärchen drauf machen und die Maschen so stilllegen, was ich viel angenehmer finde, als dafür einen Restefaden zu verwenden. Ja, und jetzt momentan stricke ich eben das Rückenteil gerade hoch. Danach wird das Vorderteil gestrickt. Jeweils die Schulterpartien, natürlich die linke und die rechte jeweils. Ja, dann wird zusammengenäht, der Ausschnitt gestrickt. Ich kann mich schon gar nicht mehr so genau erinnern, wo es da vielleicht ein Jahr her ist, dass ich es gestrickt habe. Das ist auf jeden Fall sehr einfach. Und dann kommen Ärmel dran. Und bei den Ärmeln bin ich ein bisschen am Überlegen. Denn ich zeige euch nochmal die Anleitung. Das sind kurze Ärmel. Und genauso habe ich es das letzte Mal auch gemacht und trage ja dieses Oberteil hauptsächlich über Kleider. Also über Kleider, die Spaghetti-Träger haben. Und trage dieses Top da wirklich sehr gerne drüber. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht Dreiviertelärmel stricken soll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ja letzte Folge schon mal erzählt, dass ich eine Ärmelzieherin bin. Also ich stricke meine Ärmel gerne länger, weil ich gerne das hier mache. Und mit meinen Ärmeln immer so rumlaufe. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mit Dreiviertelärmeln wirklich klarkomme. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, ich habe in meiner Garderobe tatsächlich kein einziges Teil. Nicht? Glaub vielleicht eine Bluse oder so. Also dann müsste ich noch überlegen. Und ich denke, ich lasse das Garn entscheiden, wie viel noch da ist. Dementsprechend lang werden einfach die Ärmel gemacht. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Das heißt, Tanja, mein Ziel für Tanja. Bis zur nächsten Episode
sollte es auf einem Kleiderbügel sein. Vielleicht noch nicht fertig, fertig wäre toll, aber auf einem Kleiderbügel, damit ich es euch ein bisschen besser präsentieren kann, denn jetzt sieht es halt momentan so aus. Okay, ich hetze heute irgendwie durch, habe ich das Gefühl. Aber ich habe, wie gesagt, ich hatte eine kleine Strickflaute, nicht wirklich Lust zum Stricken und so viel ist nicht entstanden, was ich euch wirklich zeigen kann. Aber ein Projekt habe ich noch. Kleinen Moment. Steht natürlich am Boden und ich habe, das habe ich ja schon erzählt, wenn ihr diese Projekttasche seht, dann ist da auf jeden Fall ein Pulli drin. Und zwar ist es meine Mumins-Tasche von Nade Mikado. Unbedingt mal bei ihr vorbeischauen. Sie hat wirklich tolle Taschen. Ich glaube, ich erwähne das jede Woche. Es ist keine bezahlte Werbung. Achso, das blende ich ja übrigens ein, ne? Bezahlte Werbung, weil es viel einfacher ist, das Häkchen zu setzen. Wenn man das Video hochlädt, kann man so einen Haken machen, dass man die Zuschauer darüber informiert, dass die, ja, dass man bezahlt wurde irgendwie in dem Video. Ist bei mir allerdings nicht der Fall, außer man sieht so, dass ich mich selbst bezahle, weil meine Wolle im Hintergrund zu sehen ist. Aber mich bezahlt keiner für meine eigenen Videos. Ich denke, aber das ist euch klar. Ich mache es vorsichtshalber einfach, um mich abzusichern. Okay. Ja, und dann habe ich, wo habe ich jetzt die Anleitung hin? Nein, nein. Einen Moment. Dann stricke ich ja noch den LYS von Andrea Mori. Die Anleitung findet ihr auf Ravelry. Ist eine kostenpflichtige Anleitung und auf Englisch erhältlich. Wahrscheinlich auch auf ein paar anderen Sprachen, aber nicht auf Deutsch. Und zwar, LYS heißt Little Yellow Sweater. Es ist allerdings ein Cardigan. Ihr seht hier auch die Knopfleiste und dieses wunderschöne Muster. Und natürlich, wenn der schon kleiner gelber Pullover heißt, dann muss ich den natürlich auch in gelber Wolle stricken. Und zwar verwende ich die Soft Socks in der Farbe Treasure. Und da sieht man es auch richtig gut. Und die müsste, ich glaube, sogar hier im Regal sein. Okay, die Soft Socks verwende ich dafür. Und dann habe ich ja letztes Mal gemeint, dass meine Maschenprobe irgendwie seltsam war. Hier ist sie und ich habe mit drei verschiedenen Nadelstärken, 1, 2, 3, seht ihr hier getrennt durch die Krausrippe, die Maschenprobe gemacht und ich habe es gewaschen und gespannt und ausgemessen und egal mit welcher Nadelstärke ich rangegangen bin, die Maschenprobe ist überall gleich und ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Das ist mir noch nie passiert und macht auch überhaupt keinen Sinn. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass ich unterbewusst meine Fadenspannung angepasst habe, damit das Maschenbild gleich bleibt, was sehr dumm wäre für alle zukünftigen Maschenproben, die ich in meinem Leben machen werde. Aber gut, ich habe eine Maschenprobe, die mir ungefähr sagt, dass ich mit den Nadeln in etwa hinkomme und konnte anschlagen. Und zwar beginnt man diese Anleitung mit dem Ärmel und genau das habe ich auch gemacht. Hier, hopp, seht ihr meinen angefangenen Ärmel mit unglaublich vielen Maschenmarkierern. Und genau so sieht die Farbe aus. Also auf meinem Handy kommt es jetzt genau richtig rüber. Ich hoffe dann im Video auch. Genau, jeder einzelne kleine Maschenmarkierer zeigt mir eine Zunahme, die ich gemacht habe. Und ich habe die vom Rhythmus her auch ganz genauso gemacht, wie die Anleitung das Ganze vorgibt. Aber ich müsste noch einige mehr machen. Und wenn ihr meine Arme anschaut, ich habe nicht sonderlich dicke Arme. Unten und oben ist kaum Unterschied. Die sind recht gerade. Da ist weder Fett noch Muskelmasse dran. Und dementsprechend glaube ich, das reicht. Ich höre auf damit. Das ist jetzt schon ein bisschen locker für meinen Arm. Also ich werde aufhören, jetzt nur noch gerade hochstricken. Und jetzt kommt meine Überlegung, denn wenn wir wieder von Ärmellänge sprechen, wenn ihr euch die Anleitung anschaut, das sind auch keine ganzen Ärmel, ne? Aber auch keine Dreiviertelärmel, die würden ja hier so enden. Das sind so Vierfünftelärmel, falls es sowas gibt. Und ich weiß nicht, also die Armlänge gefällt mir überhaupt nicht. Ich denke, ich würde gern lange Ärmel machen.
Ja, das heißt, ich stricke jetzt erstmal fröhlich weiter und entscheide dann, wie es weitergeht. Da muss ich mich nämlich in die Anleitung auch noch ein bisschen einlesen. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich dann beide Ärmel habe, nehme ich an, dass man dann eben das Körperteil strickt und sehr wahrscheinlich von unten nach oben, damit man dann, also den Teil hätte ich jetzt nicht, damit ich dann hier die Ärmel anschließen kann. Und dann muss ja dann die Maschenanzahl sehr wahrscheinlich für meine Größe stimmen. Und dann muss ich vielleicht irgendwie tricksen, damit man die dran bauen kann. Aber bis dahin, das ist weite, weite Zukunft, mache ich mir erstmal noch nicht so die Gedanken. Denn ihr wisst ja, ich muss erstmal die Socken fertig bekommen, bevor ich überhaupt irgendwo weiter stricken darf. Ja, das heißt, das sind auch schon meine Projekte. Ich habe aktuell nur drei Dinge auf den Nadeln. Ich lasse jetzt mal den Strong Together Karl und die Decke weg. Decken zählen irgendwie nicht. Das ist so eine Regel von mir. Decken zählen nicht als Projekte. Das macht man einfach so. Ja, das heißt, ich habe momentan nur noch drei Dinge auf den Nadeln. Aber wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ist wahrscheinlich Juni und dann werde ich sehr wahrscheinlich hoffentlich meine Juni-Socken angeschlagen haben. Ja, was möchte ich noch sagen? Ach ja, ich habe noch eine kleine Bitte an euch. Ich habe gesehen, dass sich immer mehr Leute bei mir in der Schiebotgarne-Gruppe auf Ravelry einfinden. Ich würde mich ganz arg freuen, wenn ihr euch vorstellen würdet in dem Thread Newbies Neulinge, glaube ich, heißt der. Das macht es immer noch ein bisschen persönlicher und ich quatsch wirklich gerne mit euch und die anderen in der Gruppe, die sind auch alle ganz lieb und beißen nicht. Sind ein sehr netter Haufen, würde ich behaupten. Genau. Ja, das ist mein Anliegen für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es relativ überschaubar war. Aber nächstes Mal habe ich hoffentlich ein bisschen mehr zu zeigen. Bis dahin, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, natürlich sehr viel Strickzeit. Ja, wir sehen uns. Bis dann.